Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, und wir beginnen heute mit einem technisch hochinteressanten Thema. Die NASA wollte wieder mal zum Mond fliegen, zum Mars, das kommt ja dann später. Also, die NASA wollte zum Mond fliegen und musste die Mission leider abbrechen, weil es ein technisches Problem gab. In diesem Zusammenhang wurde dann Astro Alex befragt. Astro Alex, das ist unser deutscher Astronaut, der auch auf der ISS war. Wir dürfen da ja auch mitspielen. Ja, der hat uns dann erklärt, warum das so ist. Aber viel interessanter fanden wir die Erklärung des NASA-Experten, warum man dieses Programm fährt. Man möchte nämlich die Auswirkungen der Strahlungen auf den menschlichen Körper, und jetzt kommt's, insbesondere auf den weiblichen testen. Nun gut, das können wir gut verstehen, denn es sind ja damals, vor 50 Jahren, ohne diese Erkenntnisse der Strahlung mit den Blechdosen von damals, die Menschen, oder besser gesagt, nur Männer zum Mond geflogen. Deswegen ist die Erklärung, dass man die Auswirkungen der Strahlungen auf den weiblichen Körper testen wollte, hochinteressant und extrem glaubwürdig. Genauso glaubwürdig wie die Aussagen der NASA, dass man zwar die ganzen Utensilien, die man da in dem unteren rechten Bild sieht, aufgehoben hat, aber das Wissen, wie man zum Mond geflogen ist, die technischen Daten, das ist alles verloren gegangen im Laufe der Zeit, und deswegen müsse man jetzt mit dem Testen völlig neu anfangen. Nun gut, liebe NASA, sehr glaubwürdig, macht weiter so. Dies hier wäre auch ein Einstiegsthema gewesen, hochinteressant, sehr brisant und sehr aufschlussreich. Leute, ein neuer Panikmacher ist gefunden, der Vulkanausbruch der Superlative, und wir sind bedauernswert unvorbereitet als Menschheit auf Vulkanausbrüche, besonders auf extreme Vulkanausbrüche. Denn solche massiven Ausbrüche hätten ähnliche Auswirkungen auf die Menschheit wie die Corona-Pandemie, und das wissen zumindest Experten aus Großbritannien. Experten wissen auch, dass ein solch massiver Ausbruch der Stärke 7, uiuiui, oder noch höher, statistisch gesehen alle 625 Jahre auftritt. Wir wissen natürlich nicht, welcher Zeitraum da zugrunde gelegt wurde, seit den Neandertalern oder seit Auftreten eines schwarzen Loches oder der Supernova oder eines Urknalls, wie auch immer, alle 625 Jahre tritt das auf. Und jetzt kommt der Kernpunkt des neuen Panikmachers. Es könnte auch zu einem Klimawandel führen. Also Leute, unser Fazit: sollte der menschengemachte Klimawandel nicht mehr aufrechtzuerhalten sein, weil man nicht auf den Verbrennungsmotor und nicht auf Atomkraftwerke und nicht auf fossile Brennstoffe verzichten kann, wir sehen ja zurzeit gerade warum, dann könnten Vulkanausbrüche dem Klimawandel ja Vorschub leisten, und dann könnten alle Maßnahmen, die man für uns vorgesehen hat und die bereits in der Schublade liegen, zu unserem Wohl eingesetzt und durchgeführt werden. Aber das ist ja alles Zukunftsmusik. Noch haben wir Corona, zumindest in Deutschland. Wir haben ja gehört, in Großbritannien, in Dänemark, in Polen und in Frankreich, da sind alle Maßnahmen aufgehoben, und Großbritannien und Frankreich haben sogar die Pandemie für beendet erklärt. In Großbritannien scheint man wohl auch dabei zu sein, allen Kritikern ein gewisses Maß an Respekt nun endlich entgegenzubringen. Wir werden sehen, wie das in Deutschland ist. Aber wir planen erstmal noch mit Pandemie und mit Virus und mit all dem. Und in Mecklenburg-Vorpommern, das hat man den Bürgern versprochen, gibt es flächendeckend Impfstationen. Wir werden sehen, wie sich die Mitarbeiter dort die Beine in den Bauch stehen. Das Ampel-Brösel-Team leistet derzeit ganze Arbeit. Man ist zerstritten, man schreit sich an, man beleidigt sich gegenseitig, und es bringen sich neue Personen in Position, die treten diesem Ampel-Brösel-Team bei. Möglicherweise will man auch seine eigene Karriere ein wenig vorantreiben.
Wenn die alte Garde gehen muss, dann sollten die neuen ja in den Startlöchern stehen. Wir haben ja die Hoffnung noch nicht aufgegeben und wir arbeiten ja mit Nachdruck daran, dass die Bürger vielleicht diesem Mechanismus den Garaus machen und durch irgendwelche Maßnahmen und Aktionen und vielleicht Erzwingen von Neuwahlen alles in eine andere Richtung bringen. Ja, der Bundeskanzler, den wir gerade zur Zeit haben, der tritt in die Fußstapfen seiner Vorgängerin und er greift diese auch verbal an. Er will der neue Meister im Ausland sitzen werden. Für ihn ist die Ampelkoalition voll intakt. Das Team arbeitet hervorragend zusammen. Es gibt überhaupt keine Probleme. Und Mr. Scholz, der scheint nicht nur über Vergangenes eine gewisse Vergesslichkeit zu besitzen, sondern, und das erscheint uns als besonders gefährlich, sein Ich kann mich nicht erinnern bezieht sich auch auf die Gegenwart. Herr Scholz, wir kennen nicht die Superlative von untragbar, aber man sollte diese Superlative irgendwie in den deutschen Sprachgebrauch aufnehmen. Sie würde für Sie gelten. Untragbar ist viel zu milde ausgedrückt. Unser Fazit, Sie werden keine 16 Jahre Aussetzzeit wie Angela Merkel bekommen. Sie werden alsbald zurückgetreten worden sein und das ist gut so. Leute, in diesem Sinne, die neuen Panikmacher, die hier in den Startlöchern stehen, die werden uns auch nicht betreffen. Wir lassen uns keine Angst machen. Wir werden keine Angst haben. Wir werden weiterhin hinausgehen. Wir werden weiterhin unsere Meinung sagen und wir werden Menschen aufklären. Der schwierige Weg geht weiter. Insgesamt werden wir gelassen bleiben, so wie wir das bisher gemacht haben. Wir werden unsere innere Ruhe finden, trotz der ganzen Repressalien, die auf uns einprasseln und die man uns auferlegt. Leute, in diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bitte euch um einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, kann man auch einen negativen Kommentar da lassen. Und ein positiver wäre uns natürlich lieber. Bitte abonniert auch den Kanal, dann erreichen wir noch mehr Leute. Dann geht's mit dem Bröckeln und Bröseln noch schneller. Ich wünsche euch was. Wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ciao.